Bună ziua, dragi cititori ai bibliotecii Ștefan cel Mare. Eu mă numesc Lisnic Nicoleta, poate cineva din voi își amintește. Am fost o perioadă scurtă de timp profesoară de limba germană și de mai bine de 2 ani mă aflu în Germania, regiunea Baden-Württemberg, orașul Heilbronn. Și astăzi o să vă citesc o istorie rar interesantă în limba germană. Se numește Der alte Großvater und der Engel. Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Wenn er bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf dem Tischtuch und sie floss ihm auch etwas aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor. Deswegen musste der alte Großvater hinter den Ofen in einer Ecke sitzen. Sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen, aber beim Weitem nicht genug, dass er davon hätte satt werden können. Da sah er betrübt nach dem Tisch und in seinen Augen sammelte sich die Tränen. Einmal konnte seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten. Es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schimpfte mit ihm. Er sagte aber nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller. Daraus musste er nun essen. Wie sie da so sitzen, sammelt der kleine Enkel von 4 Jahren kleine Brettlein von der Erde auf. Der Vater fragte, was machst du da? Ich mache ein Troglein, antwortete das Kind. Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin. Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen an zu weinen, holte den alten Großvater an den Tisch und ließen ihm von nun an immer mit essen. Und sie sagte auch nichts mehr, wenn er ein wenig verschüttete. Sper că v-a plăcut istoria pe care v-am citit-o și ne revedem data viitoare!